Hallo, meine Lieben. Wie versprochen, nach dem Mittag ein kleines Live-Auspacking, um zu gucken, was hier für vier große Pakete kamen. Hallo Sarah, hallo Sarah. Hallo, hallo Nina. So, passt auf. Und zwar kam hier, hallo Nadja, hallo Patricia. Das hört ja gar nicht auf. Habt ihr nichts zu tun? So, Leute, ich habe ein, zwei, drei, vier Pakete bekommen. Das eine Paket, ihr wisst ja, normal hebe ich die immer hier drauf. Boom. Ich kann es nicht. Es ist viel zu groß. Habe ich noch nie gehabt, die Größe von Sensi. Also muss ich nach unten arbeiten. Oder aber ich hole mir mal meinen Stuhl. Also das, so die Größe habe ich auch noch nie erlebt. Schwupp. Ja. Ja. Oh, Profil. Das ist auch nicht schlecht hier. Seitenansicht meine ich. So, Leute. Was haben wir hier? Ein zweifeliges Paket. Wer ist denn da noch reingekommen? Hallo. Ach, hallo Stella und hallo Lena. Ja. Müll. Müll, 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 Müll. Schaut mal, schaut mal, schaut mal. Black Panther. Da freut sich aber jemand jetzt. Black Panther. Juhu, endlich ist er da, endlich ist er da. Dann haben wir hier einmal Coconut Lemongrass. Hallo Jennifer. Coconut Lemongrass. Kaba Clips. So heißen die Dinger. Genau. Dann haben wir jetzt zweimal Luna. Ich bin total unvorteilhaft, ne? Ich habe ja immer noch so meine leichten kleinen Komplexe. Gott, ist das aber auch schwer. So, ach, hier ist ja was Großes. Was ist das denn? Oh, na, geht es auch schon auf beim Auspacken? Mein Tannenbaum! Es tut mir leid, wenn eure Ohren gerade geplatzt sind. Mein Tannenbaum! Den muss ich jetzt erstmal auspacken. Es tut mir leid, Leute. Das Ganze muss jetzt hier warten. Oh, ich freue mich so. Ich habe meinen Tannenbaum bestellt und ich fand den so mega toll. Oh ja, ich weiß, es ist schon echt. Wie viel haben wir heute? 9. Na gut, dann haben wir ja noch ein paar Tage Zeit bis Weihnachten. Mein Tannebäumchen. Sag mal, wie haben die das denn eingepackt hier? Das kriege ich gar nicht raus. Hallo Cathy, hallo Jan. Oh, so, einmal. Okay. Ich ziehe am Kabel. Das war auch nicht so toll, aber. Oh, das ist doch eine Auspacken für Fortgeschrittene. Sag ich dann nur so. Das ist ja der Wahnsinn, habe ich auch noch gehabt. Pass auf. So. Also, wenn man an was ran will, ne? Und das so eingepackt ist, das ist doch richtig scheiße. Mann! Es wird Weihnachten bei mir. Das ist der, den ich mir quasi selber zu Weihnachten gegönnt habe. Oh, pass auf, warte. Was ist das? Das ist eine Lampe, eine Duftlampe, ein Tannenbaum habe ich mir gekauft. Einen Tannenbaum, ein weißer, der mega toll reinpasst. Da hatte ich eine Umfrage, weil ich gesagt hatte, helft mir. weil ich gesagt habe, Mensch, helft mir, was soll ich holen? Den oder den Tannenbaum? Und ihr habt abgestimmt, beziehungsweise ihr habt mir geschrieben und gesagt, den Tannenbaum. Und dann habe ich den Tannenbaum geholt. Oh, der sieht so schön aus. Der gefällt mir jetzt schon. Und ich habe ihn noch nicht mal ganz ausgepackt. Passt auf. So. So,
Dödelö. Seht ihr das? Seht ihr das? Der ist so schön. Der ist so schön, den habe ich mir selber gegönnt. Weil einfach man sich ja auch mal was gönnen kann, ne? Gerade so zu Weihnachten und so. So. Dann kommt hier. Nein, erstmal kommt die Glühbirne rein. Zack, drinne. Dann kommt da das Schälchen rein. Zack, Schälchen rein. So, drauf. Dann. Da-da-da-da. Oh. Also ich stehe ja total drauf und finde das saugeil. Also ich bin begeistert. Freunde, ich bin begeistert. Das ist mein Tannenbaum. Den finde ich toll. Den finde ich toll. Ich kann ihn euch jetzt nicht anmachen, aber er leuchtet halt, wenn er an ist. Weil ich da jetzt das Paket habe und das Ganze. Das ist so schön. Der ist so schön. Und guck mal, die Sternchen. Hallo Julia, hallo Kadi. Hallo Finja. Ach, der ist schon schön. Den habe ich mir gegönnt. Meine kleine Gönnung. Ach, ist das schön. Ich würde ihn euch zeigen. Ja. Doch, ich zeige ihn euch mal. Moment. Ah, seht ihr das? Der ist so schön. Ach ja, ich bin verliebt. Ich bin verliebt in meinen Tannenbaum. Ich bin verliebt. So, Leute. Ach, super schön mit meinem Bauch hier. Was haben wir hier noch? Wir haben eine Mercury. Ihr wisst, die Mercury Glass ist eine der schönsten Lampen, die es gibt auf der Welt. einfach, also die Mercury Glass ist eine Lampe, die habe ich schon Ewigkeit, also total oft verkauft, weil die einfach so schön ist. So zeitlos, so neutral. Kannst sie Weihnachten, Silvester, Ostern, Sommer, egal wann, aufbauen. Und die ist immer noch schön und kann überall hin dekoriert werden. Dann haben wir hier Winterberry Apple Tea, eine Duftblume. Ihr kennt meine Duftblumenliebe. Ich liebe sie. Erhalten Ewigkeiten. Dann haben wir Black Raspberry Vanilla Duftblume. Dann haben wir eine Dahlia Darling Luna Duftblume. Dann haben wir eine... Nochmal Luna. Luna ist auch der beliebteste fast bei euch. Also Duftblume ist es meistens Luna. Aber hier haben wir nochmal Winterberry Apple Tea. Und zwar die Duftblume. Oh, es tut mir so leid für die, die schon mal geguckt haben. Haben so ein kleines Ding. Das drehen wir dann quasi. Moment. So, das ist Glas. Hier drin ist Öl. Hier ist eine Flüssigkeit. Das drehen wir dann ab, den Deckel. Dann kommt der hier da drauf. Und dann kommt diese Blüte hier mit diesem Möbel, keine Ahnung, Strunk, kommt dann da drauf. Und das ist die Blume. Ja. Schönes Ding, schönes Ding. I'm in love. Und Winterberry Apple Tea kommt gerade richtig zu Weihnachten. Weil, was will man im Badezimmer riechen haben? Auch Weihnachten, selbstverständlich. Und deswegen kommt sie nämlich gerade richtig. So, schön, schön. Da werden sich ganz viele freuen gleich. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wollte ich gerade sagen, Unterteile für die kleinen Mini-Duftlampen. Hier haben wir eine Wut, eine Eule. Seht ihr das? Super süß. Super, super süß. Dann haben wir eine Rosé-Gold. Dann haben wir eine Gilded Leaves. Davon übrigens die ganze Bestellung von dem Sale ist auch angekommen. Dann noch eine Gilded Leaves. Dann haben wir einmal die Winterberry Apple Tea. Noch eine Duftblume. Dann haben wir ein Scent Circle Traveler. Hallo Alex, hi. Hallo Jenny, hallo Vanessa. Habe ich das schon gesagt? Naja, egal. Auf jeden Fall, hallo. Hallo Cassie. Ja, das ist deine Eule. Das ist deine Eule. Cookie.
Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? Ist da. Shimmer und Pink Haze. Dann haben wir einen Mini-Duftventilator Grau. Seht ihr das? Grauer Mini-Duftventilator. Dann haben wir Clothesline. Washer Whiffs. Was heute? Das Licht ist ein bisschen schlechter hier, wa? Oh, die riechen so gut, ne? Nur eine Nase kurz. Oh, das riecht so gut. Das riecht so gut, Freunde. Glitter Rosé Gold. Nochmal die Mini-Duftlampe. Noch eine Glitter Rosé Gold Mini-Duftlampe. Eine Morning Sunrise. Cassie, schrei hier. Ich meine. Noch eine Morning Sunrise. Das ist denn die von Jessica. Dann haben wir eine Glitter Rosé Gold. Also heute haben wir ja ganz schön viele kleine Lampen. Dann haben wir die ganzen kleinen Unterteile. Ich muss mal weiter runtergehen. So, vielleicht. Dass man mein Mr. Bäuchlein nicht so richtig sieht. Oh, was soll's. Jetzt nach dem Essen ist sowieso immer alles schlimmer, ne? Oder? Gefühlt? Dann haben wir das Unterteil. Cassie, ich glaube, das ist deins, ne? Dann haben wir hier, oh boy, Marvel Sandpack. Achso, das ist der für den Avenger. Dann haben wir hier nochmal, oh boy, Sandpacks. Ja, ich freue mich auf morgen. Das Wochenende ist gesichert. Perfekt. Dann haben wir nochmal Sandpacks. Jammy Time Sandpack. Oh Boy Sandpack. Da ist jemand in ganz großer Oh Boy Sandpack-Liebe. Dann habe ich ein paar kleine Glühlämpchen mitbestellt. Oh, eine ist ein bisschen eingedrückt worden. Kleine Glühlämpchen, weil, wenn ihr schreibt, Hilfe, meine Lampe funktioniert nicht mehr, dann sage ich, ich habe welche zu Hause. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man zu Hause sitzt und will was riechen und es riecht nicht. Das ist irgendwie scheiße. Weil die Glühbirne kaputt gegangen ist. Meine Glühbirne, ich glaube, seit anderthalb Jahren habe ich ja jetzt viele der Lampen. Und ich glaube, trotzdem die anderen hin und her geschleppt wurden, ist, glaube ich, erst ein oder zwei Glühbirnen kaputt gegangen. Also nicht viel. Oh, tschüss, Cassie, mach's gut. Bleib gesund und munter. Achso, guck mal, bevor ich das jetzt ausräume und kommentarlos, Christmas Cottage Pots. Die habe ich auch noch nicht gerochen. Die riechen echt extrem wie Joy & Wonder Pots. Dann haben wir Lemon Verbena Pot, der Mückenduft, und hier ist Joy & Wonder Pot. Ich finde Joy & Wonder immer noch besser. Ich finde den so gut. Ich habe mir auch erstmal so viele bestellt im Sale. Alles meins, alles meins. Oh. So, und jetzt kann dieser, guck mal, riesen Karton, also der ist wirklich riesig. Normalerweise haben wir nicht so riesige. Die sind immer noch eine Stufe kleiner. Aber bestimmt wegen meinem Tannenbaum, den ich bestellt habe. Der übrigens so schön aussieht, hier, wo er steht. Ich liebe ihn. Der sieht übrigens auch aus wie meiner. Ich meine, ihr seht, ihr habt ja meinen schon gesehen. Der ist auch so weißlich von den Tannen her. Oh Gott, dann haben wir hier ganz viel Mighty Pine, der Tannenduft. Joy & Wonder, dieses Dreier-Set. Da muss auch Mulle, Cider und Spice da gleich sein. Just For You, Just Breeze. Ganz viele Bars. Oh Gott, soll ich euch die alle vorlesen? Ne? Winterberry Apple Tea und. Das muss ich gleich mal auf den Tisch, glaube ich, machen. Da habe ich ein bisschen mehr Platz. Ich hole mir erstmal die nächste Karton. Kleinen Moment. Oh Gott. So. Nächster Karton. Da ist sie ja endlich, die Lieferung. Kataloge. Ich weiß, wir haben schon fast Saisonende. Aber da ich ja noch im Januar Partys habe, brauche ich ja noch Kataloge. Ne?
Genauso gut sind immer bei euch die Pröbchen oder kommen bei euch die Pröbchen an. Die Duschgel, Handseife etc. pp., die ich ja liebend gerne in meine Partyknödel. Danke, Partyknödel packe. Dann haben wir noch einen Duftventilator, Maple Black. Dann haben wir ein Keramikunterteil. Noch ein Keramikunterteil. Aha, Luna und Gogo Mango Handcreme. Das sind noch nämlich Sale-Artikel aus dem Body Sale. Dann haben wir hier Schimmer Duschgel und Watermelon and Tangerine Duschgel. Und dann haben wir Scentpacks. Warte, für wen waren die Scentpacks? Ah, Sonny. Genau. Dann haben wir hier, guck mal, meine Duftpröbchen Marvel ist da. Und zwar gehen die manchmal bei Partys kaputt, dann können wir die aber einzeln nachbestellen, das ist ganz gut. Weil die ist nämlich bei der Party neulich total kaputt gegangen. Dann habe ich hier ein Spiffy. Ein süßes Spiffy. So. Dann habe ich nochmal ein Scentpack. Jammy Time ist natürlich dieser beruhigende Duft. Geht immer, immer, immer bei euch. Habe ich jetzt auch, ich glaube, 8-mal bei der einen Party gehabt, wo ich dachte, wow. dann haben wir hier eine Crush Diamond Lampe. Super schön. Crush Diamond ist dieses gesprungene Glas. Dann haben wir hier eine Twinkle. Twinkle ist Glitzer, Glitzer, Glitzer. Die ich mir jetzt für Partys auch mitbestellt hatte. Und vorher hatte ich die noch nicht bei Partys mit, weil du musst immer gucken, ne? Was nimmst du mit zur Party? Das ist nicht ganz so einfach, weil ich kann nicht alles mitnehmen. Mein Kofferraum gibt es immer nicht her. Und die Twinkle war für mich immer so, die ist so neutral. Und dann, ja, die glitzert. Und dann habe ich sie in echt gesehen. Und dann ist es irgendwie passiert. Und seitdem ich sie mit habe zu Partys, findet ihr die nämlich auch genauso gut und bestellt die. Dann haben wir hier noch eine Polar Panorama Lampe. Für wen ist die denn? Gute Frage, nächste Frage. Ich muss mal gleich in meine Liste gucken. Mein Computer kommt. Oh, eine Poised Lampe. Die ist so schön, die ist so schön. Eine Poised. Dream it, love it, live it. Lampe und ein Unterteil nochmal für die Lampe. So, weiter. Oh Gott, ist das schwer. Das ist schwerer als der große Zufang und alles. Oh. Alles klar. Seht ihr das? Mann, ist das schwer. Hallo Nicole. Gott, war das schwer. Dieser kleine Furzkarton hier. Und dann so schwer. Das sieht man den Kleinen manchmal gar nicht an, dass sie so schwer sind. Ich spreche aus eigener Erfahrung. So. Ah, deswegen ist es so schwer. Alles klar, erklärt so einiges. Oh Gott, ja, deswegen. Badesalz, Badesalz. Wisst ihr, wie viel das Badesalz wiegt? Ein Badesalz wiegt fast ein Kilo. Also, jetzt kann ich mir das auch erklären, warum es so arschschwer war hier. Dann haben wir Pots. Schimmer. Pink Haze. Und Jammy Time Pot. Dann haben wir hier ein Star-Ventilator für die Steckdose. Richtig cool. Der Star-Ventilator für die Steckdose. Oh Gott, hier sind ja ganz viele Star. Noch ein Star-Ventilator. Ui, eine Handcreme. Luna. Handseife meine ich. Und eine Handseife Schimmer. Ich liebe unsere Handseifen. Ganz ehrlich, ne? Wenn ihr Raucher seid, ihr solltet unsere Handseife ausprobieren. Und zur Not sagt ihr Bescheid. Ich habe auch hier Handseifenpröbchen. Die ist einfach gigantisch. Ihr riecht danach nicht mehr, dass ihr geraucht habt. Und das gibt wenig Handseifen, die das können. Dann nochmal Jammy Time Pots. Coconut Lemongrass Pot. Dann der Sensigo Rose Gold. Dann eine Mini-Duftlampe Salerno. Das ist die mit den Sternen. Seht ihr das? Ja. Wäscheduft! Luna Wäscheduft. Sehr cool. Dann einmal noch Coconut Lemongrass Pot. Pink Haze Pot.
und Schimmerpots. Und nochmal Ventilatoren. Warte. Spinny. Duftblume Amazon Rain. Also alle, die jetzt ihre Sachen hören, herzlichen Glückwunsch. Sie haben gewonnen. Eine Luna Duftblume. Und eine, noch eine Luna Duftblume. Genau. Und dann, weil es so schön ist, müssen wir nochmal die 1 Million Bars auspacken. Oh, ich sehe sehr unvorteilhaft heute aus. So what? Bin ich, ne? So, oh Gott, ja. Okay, das muss ich ja jetzt nicht auspacken. Das ist alles randvoll mit Bars und Ports. Wir nehmen uns lieber das nächste Karton vor, weil, was ist da drin? Was ist da drin? Das ist übrigens der letzte Karton. Oh, mein Tannebäumchen. Ich habe nämlich zwei Puppen eingereicht und dafür gab es nämlich die Spiffies, konnte ich mir aussuchen, für die zwei Puppen aus diesem Buddy-Sale-Aktion-Überraschungspakete. Und dann habe ich zweimal Spiffy. Ich freue mich mega. So, und jetzt heißt es, zusammenpacken, darauf habt ihr keine Lust, mir dazu zu gucken. Da bin ich nämlich an der leichten, sagen wir nicht Überforderung, sagen wir an der leichten Grenze des Wahnsinns. Wenn ich hier, die Tüten, alles zusammen. Ich glaube, ich muss noch Tüten bedrucken, bevor ich das überhaupt mache. Hi, Uli, guck mal. Eins. Zwei. Drei. Das räumen wir wieder dezent weg. Genau. So. 6 Zuschauer, es werden immer weniger und immer weniger. Sehr gut, ich bin nämlich auch so gut wie fertig. Also hier ist nochmal, ne, das sind diese Dinger, diese V-Buddies. Und ich wollte euch nochmal meine Lampe zeigen. Ich finde die so, so schön. Und wer jetzt sagt, es lohnt sich nicht, 71 Euro, Weihnachten, bla bla. Ganz im Ernst, ne, was ich schon an Deko-Quatsch für Weihnachten gekauft, bezahlt, ob das nur eine Lichterkette oder was auch immer für draußen ist, ne? Oder hier die Kunstkerzen, die hier in meinen Dingern drin sind, oder. Das kleine Rentier, was hier vor der Tür sitzt und, keine Ahnung, ja, kann man ausgeben, ne? Und ich habe dann nämlich den hier mir geholt. Und der bleibt ja auch, ne? Also, abmachen, zack. Würfelchen ins Schälchen hier rein, zack, anmachen, das ist alles, mehr ist es nicht. Das ist das Ganze, warum es bei mir immer, fast immer, gut riecht. Jawohl. Und jetzt dürft ihr mal schreiben, wie toll ihr bitte diese Lampe findet. Die ist so schön. Ich glaube, ich habe mich für die richtige entschieden. Ich bin ja erst am Überlegen gewesen, ob dieses ganz goldene Modell oder das Modell. Aber ich habe mich dann in das Modell verliebt. Und ich glaube, es kommt hier auf die Fensterbank. Ich glaube, mein Mann muss tatsächlich nochmal irgendwie eine Steckdose bohren. Oder wir brauchen eine neue Küche. Ich glaube, das passiert nicht. Also eine neue Steckdose. So. Genau, also ich zeige euch das Chaos nochmal. Passt auf. Passt auf. So. Da die Buddies. Sieht ziemlich gut aus. Ja, das sieht auch richtig gut aus. Richtig. Dann hier die ganzen Ventilatoren. Also ihr seht im Hintergrund, ne? Ich bin auch nur ein Mensch. Dann seht ihr hier. Sind die Go. Die Sachen.
Es türmen sich die Mini-Lampen. Es türmen sich die großen Lampen. Und da? Passt auf. Da. Nein, ich habe nicht mehr runtergeschossen und aufgehangen. Oh, das sieht brutal aus gerade, als wenn da hier die Arme irgendwie sind oder irgendein Eisbären oder sowas in der Art. Als wenn hier die Arme wären und da die Beine. Oder seht ihr das nicht so, wie ich das sehe? Ich erzähl Quatsch. Ja, auf jeden Fall sind da die Bars. Oh Gott, guckt euch bloß nicht den Stress im Hintergrund an. Ja, also. Ich bin auch nur eine ganz normale Frau, ne? Und wenn ich arbeite, dann sieht es hier aus wie ein Schlachtfeld. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Habt's gut, genießt ihn, bleibt vor allem gesund und wir hören uns bestimmt morgen übermorgen die Tage wieder. Macht's gut, ciao.